Zunächst einmal Dankeschön. Ich bin froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ja, man muss auch sagen, dass das gar nicht so lange gedauert hat. Es ging alles relativ schnell. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht in den letzten Wochen. Deswegen ging das, wie gesagt, in den letzten Tagen auch relativ schnell. Und ja, seit gestern Abend bin ich hier. Bin froh, dass es geklappt hat und freue mich jetzt auf die kommenden Aufgaben. Du hast die Jungs schon kennengelernt, hast schon mit ihnen trainiert. Wie bist du aufgenommen worden? Wie haben sie dich begrüßt in La Manga? Ja, bisher sehr gut, gut aufgenommen worden. Ja, jetzt gilt es, die Jungs auch näher kennenzulernen. Ich denke, so ein Trainingslager ist gut geeignet dafür, weil man ja den ganzen Tag zusammen ist. Und ich denke, dass ich auch nicht so viel Zeit brauchen werde, mich da auch dran zu gewöhnen, ja. Hast du irgendwie Kontakte? Kanntest du irgendwen aus der Mannschaft? Hast du dich vorher ein bisschen informiert über den VfL, über deine zukünftigen Mitspieler? Ja, die Spieler kenne ich natürlich so halt von den Spielen. Ich habe oft genug gegen Wolfsburg gespielt und sonst kenne ich halt noch den Maxi Arnold und den Robben Knoche von der U21-Nationalmannschaft und sonst kannte ich jetzt keinen persönlich. Du hast 5,5 Jahre in Mainz gespielt. Was waren am Ende die Gründe zu sagen, es geht für mich nach Wolfsburg? Ja, ich hatte eine super Zeit in Mainz, muss man echt sagen. 5,5 Jahre, konnte mich dort in Ruhe weiterentwickeln, vom Nachwuchsspieler zum Bundesliga-Profi. Dafür bin ich sehr dankbar, aber jeder Spieler will auch mal irgendwo was Neues dann erleben. Und nach 5,5 Jahren war es dann für mich so weit, wo ich sage, komm, jetzt will ich auch mal was Neues erleben, eine neue Herausforderung. Und wie gesagt, Wolfsburg hat sich sehr um mich bemüht und deswegen habe ich mich zu diesem Schritt entschieden. Du hast beim VfL die Nummer 10 bekommen, steht schon auf dem Shirt. Ist das auch die Rolle, die dir am meisten liegt, für deine Lieblingsposition? Ja, zunächst ist es einmal schön, dass ich die Nummer nicht wechseln muss. Die 10 hat sich ja auch schon in Mainz. Ja, ich spiele auf jeden Fall am liebsten hinter der Spitze, also auf der Zehnerposition. Das ist die Position, ja, wo ich der Mannschaft, denke ich, am meisten helfen kann. Natürlich spiele ich auch sonst so, wo der Trainer mich braucht und aufstellt, aber das kann man schon sagen, dass die Zehnerposition meine Lieblingsposition ist. Du hast gesagt, das war so der nächste Schritt, man möchte was Neues erleben. Wie ist dein Plan? Wie sind deine Ziele? Ja, ich versuche mich, wie gesagt, erstmal hier an die Jungs auch einzugewöhnen. Die Bundesliga kenne ich gut, da brauche ich, glaube ich, keine große Einlaufzeit. Und ja, wie gesagt, sonst versuche ich mit der Mannschaft so schnell wie möglich auch nach oben zu klettern. Wir wissen alle, dass das nicht so war, was Wolfsburg sich vorstellt. Aber ja, ich will einfach meinen Teil dazu beitragen, dass der Verein wieder auch dahin kommt, wo er hingehört.